Damit willkommen zu einem weiteren Let's Show. Hierbei handelt es sich um das Spiel Cluster Puck 99, welches schon am 29.03.2018 im Nintendo eShop erschienen ist. An dieser Stelle Dankeschön an den Publisher CodeSync Software, die dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Arcade-Party-Sport-Spiel. Ihr kennt es vielleicht hier wie dieses Tischfußball. Hier mit 1-8 Spielern, gleichzeitig an einer Switch online. Leider ist es nicht online verfügbar, ist auch der größte Kritikpunkt, den ich hier äußern kann. Das Spiel ist in den Sprachen Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch erhältlich. 245,37 MB groß und kostet 8,49 €. Was euch satte 43 Goldpunkte spendiert. Also auch da könnt ihr dann nochmal 43 Cent sozusagen wieder sparen. Das Ganze könnt ihr im Handheld-Modus, im Tischmodus und im TV-Modus spielen mit dem Nintendo Switch-Controller, mit den zwei einzelnen Joy-Cons und auch mit dem Joy-Con-Grip. Also logisch, wenn die zwei Joy-Cons gehen, ne? So, wohlgemerkt, es ist ein reiner lokaler Multiplayer-Modus, aber auch hier mit Computern macht es entsprechend Spaß. Das kann man dann hier unter Match spielen. Party-Modus unterstützt das Verbinden von bis zu 8 einzelnen Joy-Controllern. Andere Joy-Con, die momentan verbunden sind, werden getrennt, wenn du fortfährst. So, das ist also dieser Party-Modus, nämlich für 8 Spieler. Dann haben wir den Challenge-Modus und es sind noch keine Spielerprofile vorhanden. Das heißt also, wir müssen jetzt hier erstmal ein Spielerprofil nämlich erstellen. Denn wenn ihr das nicht macht, habt ihr ein riesengroßes Problem. Und das will ich jetzt erstmal machen, weil spontan ein Spielerprofil zu erstellen ist extrem nervig. Ich habe es schon mal vorher, wie gesagt, getestet. Und ich habe mich dann geärgert, weil dann bei der nächsten Runde einmal ein bisschen was bewegt und dann war alles wieder weg. Und ich so, nee, ernsthaft jetzt? Ja, gut. So. Und dann ist der auch gespeichert. So, wenn wir jetzt in den Challenge-Modus gehen, dann seht ihr auch die entsprechenden Herausforderungen, Challenges. Bevor wir aber jetzt hier weitermachen, wie gesagt, das wollte ich nur ganz kurz zeigen. Klar, die Optionen, Spielanleitung, Lautstärke, Vibration, Spielanleitung, hier kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. SR, SL, beziehungsweise halt B und A und Spieler finden, ist oben. Ja, oh, auf dem einzelnen Joy-Con habt ihr leider kein Zielen möglich, aber ich habe es jetzt bisher auch noch nicht genutzt, ne? Und ihr habt sogar, ob ihr es glaubt oder nicht, einen Arena-Editor. Also ihr könnt auch, wenn ihr lokal gerade Bock habt, ja, einfach hier, wie ihr seht, eine Arena auch basteln. Ich mache jetzt mal hier so meine Arena, so. So, und schon haben wir eine Arena. Okay, aber da, wie gesagt, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Das war jetzt nur kurz mal gezeigt. Ich werde dieses Mal nicht auf den Editor eingehen. Verlassen, ja. Ich wollte euch nämlich so ein bisschen die Matches zeigen. Also wir machen einmal ganz kurz ein Matchspiel. Ich mache das natürlich jetzt hier schnell. Pro-Play auswählen, danke. Und nein, ich möchte jetzt nicht das Hotdog-Symbol. Obwohl Hotdog-Symbol, doch Hotdog-Symbol ist gut. So, ich spiele gegen die KI mit einem Spieler. Ah, komm, wir machen gleich hier 1, 2, 3. Und der kriegt noch einen vierten. Wird interessant, wie gesagt, auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel. Und jetzt könnt ihr euch gleich schon mal angucken, was ihr hier so für Arenen habt. Ihr habt hier natürlich wieder die Möglichkeit zwischen einem zufälligen, dann für Wettbewerb natürlich das langweilige, klassische, ja, Tischfußball. Das U, die kalte Schulter, die Achterbahn und der Ausbruch. Dann haben wir hier klassische Arenen, die Hantel, Vorhängeschloss, ein Elefant, ein Zellenblock H, S wie Schule, Hexzeichen, konzentrisch, Insel, Burgen. Und dann haben wir hier andere Regeln, wie auch immer das da gemeint ist. Windräder, Brillenfelsen, Gruselig, das Rathaus, Pagode, Skygrid, Red Valley, das Minenfeld, das Dreieck, Kornkreis, Pukania, Kyoto, Al Dente und das Roulette, der Sadist, die Planke und das Labyrinth. So, so viel zu den einzelnen Arenen.
Ja, ich möchte mit euch jetzt gerne hier ein ganz spezielles mal austesten. Ich suche es gerade. Und zwar, weil ich mir einfach vorstelle, dass es gerade für euch, wenn ihr das lokal spielt mit Freunden und so weiter, einen Heidenspaß machen wird. Ja, und das ist hier in dem Augenblick Sky Grid. So, ihr könnt euch aussuchen, ob Punkte oder Zeit. Wir machen jetzt hier mal mit 3 Punkten, um das Spiel nicht zu lange hinauszuzögern. Wenn ihr Zeit einstellt, könnt ihr natürlich dann sagen, wer fährt die meisten in der 10 Minuten. So, ich bin jetzt hier und ja, Aufgabe ist es jetzt natürlich hier das Tor zu schießen. Der Ball kann nicht runterfliegen, aber die Spieler. Oh, weia. Oh shit. Ja, und drin und ich bin runtergeflogen. Drecksdick. Das Ganze wird dann nochmal in einer schönen Wiederholung gezeigt. Ich möchte aber nicht mal sehen, wie ich runterfalle. Und wir haben jetzt schon den ersten Punkt. Das war jetzt natürlich ungünstig. Ich werde mal ganz kurz noch andere Sachen zeigen. Ihr habt dann hier oben Bumper und beziehungsweise das hier sind Speedstreifen. Und ich wäre jetzt gerade sehr gut gehalten. Oh, verdammt. Und schon wieder bin ich runter. Und das war sogar noch ein Eigentor, weil sie ihn schon reingeschubst haben. Wie gesagt, das müsst ihr euch dann mit 8 Leuten auf einer Party vorstellen. 8 Leute auf einer Party. Wie gesagt, online hätte das Ding richtig gefetzt. Hätte das jetzt einen richtig schönen, fetten Online-Modus bekommen, dann... Wow. Blablabla. Okay. Okay. Komm. Ups, runter. Nein! Was machst du? Was machst du? Warum tust du das? Moment. Sammelt's ein. Oh, verdammt. Ich habe auf die falsche Seite geguckt. So, da sind die schon mal eben runter. Der hat sich gerade extrem gut gerettet. Nein! Ich stürme immer in die falsche Richtung. Ich weiß nicht warum. Ja, wichtig ist halt auch, ihr müsst wirklich euer Symbol erkennen. Mir passiert es leider ab und zu, dass ich es halt da nicht erkenne. Ich dann halt nämlich genau das Problem habe. Nein. Ihr braucht mich nicht runterschubsen. Nein. Oh, wir haben ihn aufgehalten. Ja, jetzt schießt doch, gib doch ab. Gib ab. Nein. Und zack, bin ich runter. Danke. Jungs, dann geht doch den anderen Weg. Genau. Und jetzt kommt durchschütt. Na, oh. Du kannst da nicht rüberschießen. Ja. Danke. Jawohl, endlich ein Tor. Und da ist ein Tor! Wiederholung schaue ich mir trotzdem nicht an. Könnt ihr machen, um eure Freunde zu schikanieren oder so. Nein. Okay, gut. Ja, ich will hier weg. Jungs, jetzt lasst mich doch da durch. Boah. Blockieren die, guckt euch das mal an. Ich will da rein und die... Ja, ist halt Computer-KI, ne? Aber gut, eigentlich haben sie mich beschützt. So muss man es ja auch mal sehen. Sie haben mich eigentlich beschützt. So, ganz wichtig ist, ihr könnt hier auch ein paar klitzekleine Abkürzungen nehmen, um hier beispielsweise gut rüberzukommen. Nein. Oh, verdammt. Das war doof. Halt ihn doch auf. Ach, danke. Doch nicht runter, Junge. Ja, und komm. Setz ihn rein. Nein. Ich hab jetzt gerade nur auf ihn geachtet und habe nicht drauf gedacht, dass ich da fast runterfliege. Zack, einer wieder weniger. Nein. Ja, geht doch. Pff, wie sie da alle im Tor hängen. Schön Feuerwerk, alles geht.
Und dann seht ihr auch, wer der Verräter ist, wer ein Tyrann ist und unantastbar. Das heißt, in dem Augenblick unantastbar hat die wenigsten Tode gehabt. So, das war jetzt soweit das Normale, um es mal so auszudrücken. Das normale Matchmaking. Und dann hatten wir jetzt ja noch den Challenge-Modus. Den möchte ich mir jetzt natürlich auch angucken. Den habe ich mir jetzt nämlich noch gar nicht angeguckt. Das ist die Glitter Gang. Besiege die Glitter Gang in einem Match auf 3 Punkte. Oh. Okay, wir gucken es uns mal an. Die Glitter Gang. Ja, kommt. War schon mal ein Tor. Nein. Oh, voll daneben. Ja, komm, gib ab. So. Ich möchte jedenfalls Gold haben. War eigentlich total egoistischer Trip, aber egal. Hier in dem Augenblick ist es ja Singleplayer und da kann man ruhig mal egoistisch sein. Wie dumm bist du? Wie dumm bist du? Ja. Nein. Er gibt ab. Oh nein. Nein, komm. Nein. Ah, okay, gut. Naja. Wird's halt nur Silber. Herausforderung bestanden. Ach ja, schade. Belohnung, Farbe Glitter freigeschalten. Wow. Zielung. Wie viele Ziele kriegst du kaputt, bevor die Zeit abläuft? So, jetzt bin ich echt mal neugierig, weil jetzt wird es halt nicht dieses Standardspiel, sondern jetzt wird es ein bisschen abwechslungsreicher. Oh ne, jetzt ernsthaft? Gibt's da nicht. Nein. Danke. Ernsthaft? Komm. Nein. Was? Zum Teufel. Willst du mich jetzt verarschen? Das gibt's nicht. Ich komme nicht durch. Ein ganz schlechter Witz. Wie soll ich denn an den rankommen? Herausforderung fehlgeschlagen. Alter, wollen die mich verarschen? Gleich sowas als zweite Herausforderung. So. Komm jetzt, ernsthaft? Jawohl. Bam. So. Ach komm. Okay. Und? Funktioniert nicht, also muss ich aus dem Winkel machen. Oh, jetzt komm. Nein.
Das gibt's nicht. Nein. Ja, nein. Der sitzt. Oh. Das ist auch nicht. Ich krieg den nicht. Ja. Danke. Nein. Wunderbar. Danke. Den habe ich auch. So, und jetzt muss ich den da erwischen. Nein. Na, komm. Ach, schade. 14 Treffer, aber ich glaube mal, das ist Herausforderung bestanden. Danke. Ah, 15 wäre das nächste gewesen. Tritt gegen diese strahlenden radioaktive Team an. Jetzt nicht. Jetzt nicht. So. Wie gesagt, das ist dann der Challenge-Mode. Party-Modus haben wir erklärt. Profil haben wir erklärt. Match-Spiele. Einfach hier auswählen. Konto auswählen. Ansonsten ein neues erstellen. Könnt ihr auch hier in dem Augenblick. Das speichert er aber nicht. Dann hier einfach mit L und R könnt ihr dann hier das Symbol wechseln. Ich kann jetzt auch sagen, hier, ich nehme den. Ne? Und auch hier dann mache ich jetzt mal eine KI. Könnt ihr auch zu zweit spielen. Ist aber nicht ganz so, ich sag jetzt mal, lustig. Ja, weil wenn wir jetzt hier das Langeweilige nehmen, Langweilige mit 3 Punkten, das mache ich jetzt nochmal. Spielt es wirklich mit Freunden und dann seid ihr wirklich da auf der sicheren Seite. Wieso ist denn er so schnell und ich so langsam? Genau. So. Ja, ihr seht, man kann die KI auch austricksen, ganz wichtig. Obwohl, ist das Austricksen? Versucht eigentlich hier nur zu verteidigen. Ah, verdammt, er ist nicht so blöd, wie ich dachte. So, wir bringen es einfach mal ins Ziel. Man konnte es aber auch probieren, ne? Man konnte es ja. So. Ich mit mir. Oh. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Komm, geh ins. Nein. Oh, ich hab ihn. Ich wollte sagen, geh ins Ziel. Und wie gesagt, ich kann jetzt hier auch, ihr seht es mit den Zielen hier, kann auch in die Richtung fahren und in die Richtung dann schießen. Wunderbar. So. Komm, wir locken ihn raus. So, du. Kann ich ihn rauslocken? Nee, ne? So, aber ich kann ihn doch, ich kann ihn rauslocken. Schade. Er ist nicht so blöd, wie ich dachte. Bam! Was ein Tor. Ja, da brauchst du jetzt nicht mit dem wegrennen. Schaut euch das nochmal schön an. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck von dem Spiel vermitteln. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Da habt ihr auch gerade gesehen, schön Daumen nach oben, ne, Scharfschütze. Nichts nutzt und Tyrann. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.